Wir fangen einfach an mit dem Kürbis, Kokosnuss und eine Honigmelone. Brody, gut, dass die Kappe da drauf war. Von der Logik her habe ich hier einen Trigger. Bei dem Wiederhaken muss er ein ordentlicher Fisch sein, oder? Los. Bin ich gespannt, was passiert. Das fühlt sich unglaublich scheiße. Oh, Alter, Martin. Oh, das Ding ist einfach losgegangen. Hello again. Herzlich willkommen bei einem neuen Livestream hier im Betten aus der Natur. Heute habe ich noch ein anderes Anliegen. Mich hätte mal interessiert, was so eine Harpune, die man frei wirklich kaufen kann bei Amazon, einfach in Warenkorb kaufen, fertig, anrichtet. Wie brutal oder wie gefährlich ist so ein Ding überhaupt? Also grundlegend ist jede Sache, die irgendwie schießt oder Projektile abfeuert, für mich immer so, behandle ich wie eine echte Waffe. Ne? Tut mir einen Gefallen, macht es nicht nach. Das ist hier alles safe, hochsicherheitsmäßig, abgesichert, Zäune, Schilder, also, ne? Ganz, ganz wichtig. Nicht einfach zu Hause loslegen und denken so, ja, ich schieße mal mit einer Harpune durch. Ich weiß nicht, wie sich das Ding verhält. Ich weiß nicht, was damit passiert. Zum Modell. Ja, Cressy steht hier drauf. Ich glaube, die kam knappe 100 Euro. Ist die Apache Sioux 75. 1050 Zentimeter lang, Millimeter. Und hier vorne als Feature ist der sogenannte Wiederhaken. Das heißt, wenn du quasi, also bei dem Wiederhaken muss ja ein ordentlicher Fisch sein, oder? Aber schießt man die da nicht mit einem, also hat der Bolzen da nicht so ein Seil dran? Ja, kann man machen, aber wir haben ja hier keine, wir wollen ja keine Fische jagen. Deshalb ist hier auch kein Seil dran. Machst du hier vorne, geht hier durch und dann ist das hier irgendwo festgemacht. Ich werde das erste Mal auch diese Kappe abnehmen, weil die ist ja dazu da, dass du dich nicht... Oh, Brody, gut, dass die Kappe da drauf war. Ja, und wie das jetzt mit dem Seil funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Ist mir auch eigentlich relativ bums, aber das hier ist schon mies. Also du schießt durch den Fisch durch, dann klappt das auf und dann kann der damit nicht, dann kann das nicht wieder rausrutschen, weißt du? Aber dann ist das ja zum Speerfischen für Taucher, ne? Ja, na klar. Wie kriegst du das unten unter Wasser gespannt? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich so, wie es auch über Wasser geht. Wollen wir mal probieren? Also von der Logik her habe ich hier einen Trigger. Ja. Den Trigger kann ich hier sichern. Also hier oben ist eine Sicherung. Hier, zack, so. Dann kannst du hier nichts mehr, kannst du nicht mehr, doch jetzt ist frei die Sicherung, in der Mitte ist halt safe. Das ist gesperrt, der Trigger. So, ja. Genau, also das ist safe, das ist schussbereit und das ist safe. Wir lassen es mal auf safe. Spannend, also laut der Aussage, ich meine, du hast hier hinten noch so ein, weiß ich nicht, ob das für die Schulter ist oder was, keine Ahnung, aber ich versuche das mal einfach jetzt zu spannen. Du hast hier zwei Arretierungspunkte, einmal das ist der erste, hier, siehst du das? Das ist diese Kerbe, und hier ist da noch einer, aber ich würde halt schon gerne den vollen Bums nehmen. Oder? Ist das so schwer zu spannen? Sieht jetzt nicht so. Naja, es war jetzt nicht einfach, sagen wir es mal so. Also es ist schon, ich sag mal so, ein bisschen Körner brauchst du. Damit ist das Ding scharf, ne? Das war's schon. Die Harpune ist jetzt geladen. Ich weiß nicht, wie sich das mit dem Speer verhält. Ich meine, das ganze Ding fliegt ja raus. Ja. Und da wir ja hier sind und nicht um nur einfach zu gucken und so, sondern haben wir hier von drüben einen Testaufbau. Wir haben heute vier verschiedene Sachen. Zum einen ganz klassischen Kürbis. Wo ich dachte, okay, das ist so, ja, ein Kürbis halt, ne? Wir müssen ja davon ausgehen, dass man auf einen Fisch schießt. Und ein Fisch besteht ja zu Teilen aus Fleisch und aus Gräten. Oder? Gibt ja auch Knochenfische. So. Und weil das halt so ist, habe ich mir überlegt, ich stell die mal weg, ja, mir ist das hier, ich habe Angst, dass das Ding losgeht. Beruhig dich. Wir fangen einfach an mit dem Kürbis. Wir haben ja in dem vorherigen Video das Ding geschrottet. Das ist halt auch kaputt. Hier, das ist halt oben gebrochen, kannst du halt nicht mehr benutzen. Das ist quasi Graphit, also ein relativ stabiler Stoff, Kokosnuss und eine Honigmelone. Ich würde halt von leicht zu schwer arbeiten. Und ganz zum Schluss halt nochmal auf die Sprühsahne. Das ist Metall, ein unter Druck stehender Behälter. Bin ich gespannt, was passiert. Ich bin ein bisschen nervös. Ist meine erste Harpune. Die Harpune ist bereits gespannt. Müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ganz wichtig. Und ich würde sagen, ich weiß, auf wie viel Meter geht man, wenn man unter Wasser ist, was hat man da? Boah, du bist schon nah ran, ne? Du gehst schon dicht dran, also ich bleib jetzt mal hier stehen. Aber du hast ja auch unter Wasser Widerstand, ne? Durchs Wasser, ja. Den haben wir jetzt nicht. Also warte mal. 1, 2, 3, 4, sagen wir mal 4 Meter, grob. Schusstest auf 4 Meter. Ich würde auf deine andere Schulter gehen, einmal. Ja. Dann kann ich die... Das Ding ist halt, ich weiß auch nicht, was jetzt passiert. Ich weiß auch nicht, warte mal, so war gesichert. Okay, ich entsichere die Harpune. Harpune ist entsichert. Und ich bin gespannt. Das wird doch nicht so viel Rückstoß haben, oder? So. Ja, okay, ich versuche mal zu treffen. Rechne mit allem. Ready, steady? Ja. Schuss 1 und los. Ah, 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 ah.
Alter, dieser scheiß Gummi ist mir voll auf die Pfote geballert. Der kann nicht weit sein, der ist da irgendwo runtergefallen. Ich hab. Alter. Was ist das denn, ey? Alter, der war aber ganz wabbelig, ey. Da war jetzt aber auch nicht viel Wumms drauf, glaube ich. Ich habe doch irgendwas getroffen, aber irgendwas ist doch umgefallen. Also ich habe auf keinen Fall den Kürbis getroffen, das steht fest. Das ist Holz getroffen. Ja. Da hast du es getroffen, oder? Da unten rechts? Hier? Ja, oder? Möglich? Weiß ich nicht. Jetzt wird es spannend, weil ich weiß nicht, wie... Aber er ist mal schön die Harpune weggeworfen. Aha. Hä, wieso ist das jetzt dahinter? Das muss doch da drüber. Okay, auf jeden Fall muss erstmal hier wieder rein. So, das ist klar. Dann kommt das hier rein. Ah, okay, und hier ist der Trigger, der das nach oben setzt. Ah, jetzt ist es wieder Ding drin. Aber wie soll ich denn das jetzt spannen? Hä? Hey, drüber zieh hier so einmal rum? Oder bin ich los? Ja, klar. Okay, dann spanne ich die Harpune nochmal neu. Es ist schon mit Kraft verbunden. Okay, das Ding ist wieder scharf. War das jetzt auf der zweiten? Jetzt ist die zweite, ja. Ist die zweite. Okay, ich mache jetzt mal One-Hand, weil ich habe Angst, dass ich mir wieder die Pfoten kaputt haue. Ich benutze dich als Schild. Bist du ready? Ich bin ready. Aufnahme läuft auch. Ja, okay. GoPro hast du nicht ausgemacht, ne? Nee. Okay. Also, okay. Warte mal, können wir noch ein Stück nach hinten? Ja, ey, ich will eigentlich hinter dem Baum gehen hier. Ja, irgendwie. Also, ist mir das nicht geheuer. Okay, ich versuche mal. Also, logisch gesehen kann das nicht zurückkommen, oder? Ah, ja. Mann, hör auf, Alter. Ich habe eine Brille. Du bleibst hinter mir. Ja, wenn das, natürlich. Du hast gesehen, wie das komisch geflogen ist. Das hat einen ganz miesen Trigger. Steckt gleich so in deinem Kopf und dann nimm mal. Ich habe ihn gestriffen, oder? Ich habe. Rudi, habe ich dich getroffen? Ich muss doch was getroffen haben. Hä? Nichts passiert. Ich habe nicht getroffen, oder? Aber es steckt hier auf jeden Fall schon mal am Ball. Das finde ich gut. Es ist halt eine schwierige Geschichte. Boah, da ist immer so ein Dornkriegsarm, Alter. Der steckt. Oh. Und dann kannst du den nicht einfach aus der Wunde rausziehen, sondern du musst das komplette Teil durch den Körper stecken, weil der Widerhaken ja im Weg ist. Ich meine, du kannst auch eine Flex nehmen, aber. Alter Schwede, ey. Das ist schon tatsächlich, ich finde das also auch handlich gesehen sehr, sehr gefährlich. Ich bin jetzt. Okay, wir gehen wieder auf Position. Versuch Nummer 3. Kürbis, ich muss jetzt erstmal ob erstmal treffen, oder? Boah, das fühlt sich unglaublich scheiße. Oh, Alter Martin. Fühlt sich unglaublich scheiße. Oh, Alter Martin. Oh, das Ding ist einfach losgegangen. Oh, Scheiße, der Trigger ist. Scheiße, ist einfach losgegangen. Rudi, wo ist das hin? Diese Aussage, Scheiße, ist einfach losgegangen. Da fühlt man sich richtig sicher. Oh Mann, ey. Das, also auf jeden Fall die Sicherung benutzen. Ich habe die Sicherung nicht benutzt. Also, was wir schon mal feststellen können, das ist kein Spielzeug. Also das steht mal außer Frage. Alter, okay, Sicherung rein. Das ist mir echt heiß, das Ding. Ich glaube, das ist nicht dazu da, um zwei Stufen zu haben, sondern dass man erstmal bis dahin kommt und dann nochmal mit Kraft. Okay, ready, steady. Warte. Kürbis, die dritte. Ich habe entsichert. Langer Abzug. Ich muss jetzt diese Scheiße treffen. Ich gehe mal in die Hocke, ja? Ich würde gerne mal. Ja, dann ist aber mein Schutzschild hier nicht. Ach so. Ja, alles gut. Ready? Ja. Was habe ich denn jetzt getroffen? Gar nichts. Nach, ja, rechts Stück, glaube ich. Jetzt müsstest du es sehen. Man kann hier nicht festhalten. Man kriegt halt den Gummi an die Pfoten. Das tut halt echt weh. Ja, wenn du unten fasst? Hier habe ich angefasst. Und der Gummi schnitzt dir halt voll auf die Pfoten. Okay. Ready? Ja. Wirklich? Ja. Oh, genau mittig, aber oben rüber. Nee, weiter nach rechts, zurück. Das ist, glaube ich, nicht so weit. Da irgendwo. Also, ich habe mir letztens mal so Sperrfisch-Videos angeguckt und die sind halt wirklich bis auf einen Meter an die Tiere rangetaucht. Ne? Also, okay. Jetzt gut, der Hase. Sichern, spannen.
Das ist nur Gummi und Metall, also okay. Gut, so? Na ran, noch näher? Na, ich würde so jetzt. Ich hab halt Schiss, dass das Ding zurückkommt. Ja, aber kann es logisch nein, gesehen, kann es ja nicht zurückkommen. Okay, bist du ready? Ja. Das war ein Volltreffer. Boah, Brudi, Alter, das ist aber... Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Das hat den kompletten Kürbis durchschlagen. Und ins Holz. Aber nicht durchs Holz. Und da ist der Widerhaken aufgegangen. Ja, und jetzt kannst du quasi... Kann der Fisch damit nie abhauen. Das ist krass. Gut. Ja gut, den Kürbis hat's geschafft. Und hier ist noch die Kerbe vom Pfeil. Also ist noch ins Holz rein. Okay. Holy shit, ey. Ja, glatter Durchschuss. Ja. Ja. Kann man sagen, gut. Mich würde mal tatsächlich interessieren, was so eine Kokosnuss zu sagen hat. Oder nicht erst die Honigmelone, die ist doch härter als ja, die Kokosnuss. Ja, Honigmelone, zack, die Bohne, ey. Oder ist die weicher? Weiß ich nicht, also, die ist weicher als ein Kaktus. So viel. Aber ja klar, natürlich, unter Wasser musst du natürlich viel dichter ran. Und die Fische sind ja dann, wenn man die immer sieht, wenn die Speerfischen machen, ja, also die tauchen wirklich ganz nah ran. Also die drücken ja. den Speer fast schon ins Gesicht. Ja. Okay, krass. Ready? Ja. Steady. Ist durchgeflogen. Oha! Alter, der ist wirklich durch die Melone. Und noch, also sind jetzt die hinteren mal eins, zwei, drei und noch 4 Meter bis zum Sandhügel. Guck mal, hier ist der Eintritt und Austritt. Gönnen wir noch zum Abendbrot. Freue ich mich. Der Kürbis jetzt nicht unbedingt, aber. Okay, gut. Also Honigmelone, flap. Ja, bin ich jetzt mal gespannt bei der Kokosnuss. Ja, ich auch, tatsächlich. Eine Kokosnuss hat ja diesen Charakter von wegen hier den Charakter so Greta, weißt du? So ein bisschen festeres Material. Also. Boah, hörst du schon. Meinst du, der geht durch? Ich glaube, der kloppt einfach nur das Holz um. Aber da musst du jetzt näher rangehen, um das zu treffen, glaube ich, oder? Also ich sag's jetzt mal so, ne? Wir reden ja hier offen. Ich gebe hier keine Empfehlung. Aber ich sage mal, wenn du zu Hause, ja, so ich gehe mal so von Self-Defense zu Hause und so aus, ne? Und du hast so ein Ding an der Tür zu stehen, will ich nicht derjenige sein, der das Ding abkriegt. Auch wenn es nur, in Anführungsstrichen, eine Harpune ist. Weil ich glaube, das eitert ganz schlecht raus aus dem Körper. So also ein Widerhaken? Ja. Ungünstig, wenn der im Schulter steckt. Ja. Oh, gesichert. So. So, ne? Ja. So. Moment. Kannst du mal von der Seite gucken, ob ich von der Höhe einigermaßen auf Kokosnusshöhe bin? Das ist Kokos. Vielleicht noch ganz Mühe hoch. So? Ja, so ungefähr. Okay, hast du? Ja. Boah, fuck. War wieder Holz, war zu hoch. Hast du dich getroffen? Nee, war drüber. Aber ich habe das komplette Holz weggemetert. Ah, es ist halt eine Harpune. Die gute Bio-Kokos. So, ist das Ding hier? Hallo? Okay. Ready? Muss der Fisch aber sehr groß sein, damit du den auch triffst, ne? Ja. Okay, langer Finger. Ready, Daddy? Yes, yo. Und Schuss. Och nö, Mann! Genau rechts vorbei! So, ich will jetzt hier zum Ergebnis kommen. Ja, dann treff auch. Ja, es ist nicht so. Du hast ja keine Kimme und Korn, wo du sagen kannst, okay. Obwohl, wäre eine Idee. Soll ich mal so schießen? Ich mache jetzt mit hier mit. Ich hau mir jetzt diese scheiß Harpune in die Fresse. Ready? Ja. Hä, was soll das? Habe ich nicht getroffen? Nee. So gut. Hä, was soll das? Was habe ich getroffen? Der steckt aber wieder im Wall da. Wo er gerade gesteckt hat. Genau da. Mal das kann doch nicht sein. Also zielen ist damit fast nicht möglich. Also unter Wasser, keine Ahnung, vorhalten oder auf Wale gehen, weil das ist groß. Aber so kleine Fische kriegst du damit nicht, ey. Ja, du gehst ja auch nicht Speerfischen für kleine Fische, da suchst du dir ja schon. Okay, ready? Waffe entsichert. Willst du nochmal von hinten? Von hinten? Ja, das ist schon weit weg dann. So? Ja, also so würde ich auf den Fisch schießen, wenn ich auf den Fisch schießen würde. Okay, so? Steady? Ready? Ja. Perfekt, Mann. Ey, du Brudi, hier sitzt, er sieht, es ist doch nicht wahr. Harpune mit Red Dot Visier. Gleich eine Prepper-Harpune draus machen. Okay, Waffe ist
entsichert. Hier ran auf 2 Meter, auf 1 Meter. Es ist so. Jetzt, so, bei mir ist genau auf der Kokosnuss. Genau, exakt. Oha. Oha, hast also, du das gesehen, wie das gespritzt hat? Ja, die ist offen. Alter. Hä, die ist geköpft? Ich habe einfach den Kopf ab oben abgeschossen. Hey, krass. Ja, hier. Heftig. Geil. Stehe ich drauf. Ja, aber krass. Also hätte ich nicht gedacht, dass die das so sauber abpöppt. Jetzt Tiegel? Jetzt Tiegel? Oder erst Sahne? Ne, erst Tiegel, ne? Ja. Hey, der ist doch durch die Kokosnuss. Der kann doch nicht mehr weit gekommen sein. Finde Waldo. Finde den Bolzen. Wo? Hier. Wo? Ach. Hier. Da ist er. Okay. Tiegel, ja? Tiegel? Der, was meinst du? Ich glaube, dadurch, dass die Struktur hier schon angegriffen ist, das heiß war, könnte er ihn kaputt machen. Doch, bin ich mir ziemlich sicher. Der geht fritte. Schön Abstand, ne? Sicher ist sicher. Okay, Schuss auf Tiegel in 3, 2, 1. Das Holz ist einfach weggeflogen. Ja, aber der Tiegel ist auch gesplittert. Alter, ja. Und das Holz ist auch noch abgeflogen. Okay, da ist doch ein bisschen Bums drauf. Da ist doch ein bisschen Bums drauf. Was? Ich glaube, auch die Masse von dem Bolzen, Alter, die schiebt gut hinterher. Ja, voll abgetrennt. Es ist halt, was das ist, ne? Es ist halt eine fucking Harpune, Alter, krass. Gut, der war auch schon gut spröde. Ja, aber trotzdem, ist es ja, am Ende ist es doch Graphit. Guck. Da leckst mir doch am Arsch. Okay, die Sahne. 2 Kammern mit Druck. Eine Kammer mit 2 Metallwänden, so. Und was mit rein, ne, reinstellen? Na, den kannst du von oben. Na, alles gut, war dumm. So. Was glaubst du? Warst du auch Fritte? Easy peasy, oder? Ja. Easy? Ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, ob die den wegschiebt, halt zur Seite oder so. Ja. Also wenn du gut triffst, ist das Ding durch. Also so wie sie den Tiegel auseinandergenommen hat und, ja, und die Kokosnuss. Schauen wir mal. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Die Kokosnuss. Okay, Waffe ist scharf. Bist du ready? Yo. Entsichert. Finger ist lang. Jetzt wird's sahnig. Okay. Steady. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. What the fuck? Schönes Slow-Mo auf jeden Fall. Alter, wo habe ich denn getroffen? Guck dir die Kurve an. Warte, ich hänge. Ich habe echt wirklich beide Kammern. Oder hast du die Kappe abgeballert? Nein, nee, da. Und ich habe sie nur gestriffen, deshalb. Hier, boah. Aber hat nur einen Einschuss? Ja, ne? Na, ist ein Doppelstreifschuss, du hast quasi beide Kammern aufgehauen. Da siehst du es. Krass, wie das also wie das jetzt so nach außen gedrückt ist, ne? Durch, ja, ist heftig. Und das Ding, aber wieso ist es oben abgeflogen? Oder habe ich so Das können wir erst in der Slow-Mo sehen, tatsächlich. Vielleicht einfach nur durch den. Ja, wer macht jetzt die GoPro sauber? Durch die Woche. Die GoPro. Halt dir die mal an. Oh, großartig. Ja, nee, schön. Schön, auf jeden Fall. Na ja, klar, super. Hm. Ja, geil. Das war sehr lehrreich. Also, ja, aber so? Holy moly, ey. Das ist in echt eine andere Richtung. Auch beim ersten Mal getroffen. Ja, da habe ich mich auch ein bisschen erschrocken. Aber ich würde einen Schuss gerne noch machen. Auf den Marterpfahl? Auf dem Brett. Ja. Einfach, weil mich interessiert, wenn jetzt da so eine Tür, weißt du, so eine Holztür. Also stell dir einfach vor, das ist so eine sticknormale 2,5er Tür. Mhm. Und du hältst da einfach drauf.
fällt doch um. Du hast doch gerade schon ein paar Mal das Holz getroffen. Das kippt einfach um. Ja, aber bleibt es stecken? Geht's durch? Was sagst du? Das macht eine Kerbe und fällt um. Okay. Finaler Schuss. Es ist das Härteste, was wir jetzt hier haben. Ich bin gespannt, was das Brett zu bieten hat. Schön vorsichtig, Max. Könnte zurückkommen. Perfekt. Okay, bist du ready? Ja. Okay. Okay, also ich sag dir mal so. Das Ding steckt. Nee, das Brett ist durch. Echt? Das Brett ist durch, ja. What? Das Brett ist durch. Das hat einfach Karateschlag gemacht. Ist durch. Digga, das Brett ist durch. Und weißt du, was das Kranke dabei ist? Ich habe das gesehen. Nur weil der Widerhaken aufgegangen ist, ist das nicht komplett durchgefuddelt. Du siehst richtig hier. Da. Du siehst ja, das ist ja durch. Ja. Da, weil da ist jetzt ein Loch. Du siehst ja das Licht, oder? Hast du es drauf? Ja. Es scheint durch. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also klar ist das jetzt zur Faser, ne? Aber. Aber das sieht echt nicht so aus, als hätte das so eine Wucht, ne? Also. Ich will das nicht in meinem Oberschenkel. Nee. Das will ich nicht. Nee, das möchte ich nicht. Hey. Holy moly, Alter. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich auch nicht. Okay, Fazit. Abschließend. Ja, das können wir abschließend sagen. Wir betrachten die Harpune nicht als ein Freizeitspielgerät, sondern es ist tatsächlich potenziell. Potenziell Aua. Weißt du, was wir damit nochmal machen könnten? Ein Gelatine-Block. Um zu gucken. Ja. Gelatine hat so ähnlich wie Haut. Weil unter Wasser brauchen wir gar nicht probieren. Ich töte keine Fische aus Langeweile oder schon gar nicht hier aus irgendwelchen Zwecken. Das machen wir nicht. Totaler Quatsch. Ich bin eh kein Freund vom Speerfischen. Deshalb verrückt. Also, was können wir dazu sagen? Spielt nicht mit der Harpune. Krass. Geil. Dann war das die Harpune, meine Freunde. Oh, die ist gut. Die ist gut. Das ist eine gute. Dann haben wir eine Reife erlegt. Lecker. Sehr gut. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.